Hallo an euch alle, mein Name ist Dr. Scott Dementi, ich bin seit 24 Jahren ein Doktor der Chiropraktik. In meiner Praxis verwende ich angewandte Kinesiologie oder auch Muskeltests genannt, die ich seit über 13 Jahren bei meinen Patienten anwende und mit erstaunlichen Ergebnissen bei jedem einzelnen Patienten, der in meine Praxis kommt. Also bei Muskeluntersuchungen verwenden wir den Arm eines Patienten und ich zeige jetzt die grundlegende Muskeltestung mit ihrem Arm. Derzeit sind wir an einer Stelle dieses Hauses, in der es keine Leylines gibt, also keine negativen Felder. Also ich zeige euch, wie dieser Muskeltest funktioniert. Während ich einen sanften Druck auf ihren Arm ausübe, passt sie einfach sich ihm meinen Druck an. Auf geht's. Genau so. Ich drücke nach unten und sie passt sich nur an. Man sieht, der Arm geht ein wenig nach unten und dann rastet der Muskel ein. Das ist ein starker Arm. So, jetzt stehen wir in einem Bereich mit einer Leyline und diese Leylines können sich negativ auf den Körper auswirken. Also werde ich jetzt mit Bella demonstrieren und dir genau zeigen, wie diese Leylines einer Person antun können. Sie wird sich jetzt hier hinsetzen und wir werden den gleichen Muskeltest machen, den wir bereits für einen Moment gemacht haben. Wir werden sehen, was passiert. Also wird sie meinem Druck standhalten, aber sie kann es nicht. Pass auf, sie kann es nicht. Diese Leylines wirken sich also negativ auf ihre Fähigkeit aus, stark zu bleiben, was heißt gesund zu bleiben. So, jetzt könnt ihr sehen, wie diese Leylines hier markiert haben. Sie führen direkt vom Wohnzimmer in die Küche. Okay, jetzt werden wir wieder die Leyline testen und den Effekt demonstrieren, den sie auf Bella haben. Also machen wir dasselbe nochmals mit dem sanften Druck auf den Arm und sie kann ihn nicht einmal stark halten. Noch einmal, und ich werde dieses Mal nur einen einzigen Finger benutzen, um diesen Muskeltest zu machen. Schau dir das mal an. Stell dir also vor, welche Wirkung dies auf deinen Körper bedeutet, wenn du im Wohnzimmer oder am Küchentisch sitzt. Nun stehen wir an einem Punkt, in dem sich zwei Leylines kreuzen. Dies ist ein hochgradig negativer Bereich. Also werden wir erneut den Muskeltest an Bella demonstrieren und zeigen, ob sie stark oder schwach ist. Sie kann es überhaupt nicht halten. Stell dir also vor, wenn du im Wohnzimmer sitzt oder am Tisch isst oder im Bett schläfst, wie negativ dies alles für deinen Körper ist. Okay, sie steht hier nur für 10 Sekunden und sie ist bereits total schwach. Und wenn du dir vorstellst, 8 Stunden in deinem Bett oder 3 Stunden am Tisch dort drüben zum Abendessen oder Fernsehen zu schauen, was das alles deinem Körper antun wird. Stell dir vor, das an dem Gesichtspunkt der Heilung vor, was dies alles dir antun wird. Egal, was du tust und versuchst zu tun, um deinem Körper zu helfen, diese Leylines in deinem Raum zu haben, wird es dir nicht erlauben, vollständig zu heilen. Also in meiner Hand habe ich ein Gerät, das von Protect Pro entwickelt wurde. Dieses Teil wurde entworfen, um diese negativen Leylines im Haus wieder zu harmonisieren. In Ordnung. Also ich werde Norbert jetzt bitten, dies in die Steckdose zu stecken, so dann werde ich den Muskeltest, den wir vorher schon mal mit Bella gemacht haben, nochmals durchführen. Okay, jetzt hat Norbert das Gerät in die Wand angeschlossen und ich werde zurückgehen und diesen Muskeltest mit Bella wiederholen und sehen, was passiert. Sehr gut und stark. Noch einmal. Sieh dir das an. Also indem wir das Gerät in die Wand gesteckt haben, haben wir gezeigt, dass die positive Energie zurück in dieses Haus gebracht wurde. Wir haben Harmonie. Jetzt, da das Gerät in die Wand eingesteckt ist, sind wir wieder an dem Punkt, dem entscheidenden negativen Schnittpunkt in diesem Haus. Und wir werden Bella nochmal überprüfen und sehen, was passiert, nachdem das Gerät in die Wand eingesteckt wurde. Das ist ein schöner, starker Arm. Sieh dir das an. Also stell dir vor, was all diese negative Energie von diesen Linien ausgehend mit deinem Körper machen. Ich beschäftige mich absolut jeden Tag mit Energie und Körper. Und dein Körper wird nie nachhaltig gesund sein, wenn du in solchem Umfeld lebst. Also ist sehr, sehr wichtig. Heute habe ich also hier ein Testgerät, das sehr neutral ist und das einfach zeigt, ob wir diese negativen Einflüsse von diesen geopathischen Zonen positivieren können oder nicht. Denn es ist ganz egal, ob du daran glaubst oder nicht. Oder viele Leute zweifeln einfach Kinesiologie und Routengänger an,
auf ihre Qualität, es sei nicht wissenschaftlich genug. Das ist wissenschaftlich, gibt es keinen Zweifel. Lass uns mal sehen, was jetzt passiert. Ihr seht also jetzt hier, wie die Nadel sich absolut ruhig verhält. Sie steht auf dem Nullpunkt. Das heißt, sie zeigt die Harmonie in dem Torsionfeld an. Es gibt kein Chaos in der geopathischen Zone. Es ist vollkommen in Harmonie. Das ist, was wir wollen. Und jetzt seht ihr, wie auf einmal die Nadel hin und her springt, von einer Seite des Messfelds zur anderen. Das zeigt euch das Chaos an in diesen Linien, die hier durch den Raum durchlaufen, die nicht harmonisiert sind. So einfach ist das. Für alle Skeptiker da draußen, das Messgerät zeigt, was Sache ist. Vorher und nachher, ohne jeden Zweifel. Schönen Dank, schönen Tag, bis demnächst.